Annalena Baerbock gefällt sich gern darin, bestimmte Regeln aufzustellen. Sie nennt das eine regelbasierte Weltordnung, auf die sie sich stützt. Das sind Regeln, die von den großen Industrienationen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt worden sind, natürlich ohne andere Nationen zu fragen. Und sie nennt das eine wertegeleitete Außenpolitik. Wir orientieren uns an diesen Regeln, wir orientieren uns an den Gremien. Wir wünschen uns eine gleichberechtigte Mitsprache aller Länder, aber natürlich, Sie werden gleich sehen, nur wenn es uns passt. Anfang April hat der UN-Menschenrechtsrat, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, mit überwiegender Mehrheit beschlossen, dass Sanktionen, so wie sie jetzt verhängt werden, als Mittel globaler Politik verboten werden sollten. Warum? Nun, Sanktionen begeben die jeweils verkoppelten Länder immer in eine Spirale. Normalerweise müssten sie gekoppelt sein an eine Rücknahme im Zuge bestimmter Auflagen. Nichts davon passiert. Sie wissen selbst, in Kuba, diese Sanktionen sind jetzt seit 60 Jahren aktiv. Sie haben weder zu einer Änderung der Politik geführt, sie haben vor allen Dingen dazu geführt, dass Menschen verarmen und dass sich in diesen Ländern Verhärtungen ergeben, die ohne diese Sanktionen viel leichter zu lösen wären. Wir haben in Syrien erlebt, dass mit den Sanktionen Opfer von Erdbeben nicht außer Landes geschafft werden können, keine medizinische Hilfe erhalten. Und wir haben im Iran gesehen, dass sich die Mullahs alles andere als drum scheren, sondern alle wissenschaftlichen Studien darüber sagen, diese Sanktionen treffen genau die Leute, die wir eigentlich stärken wollten, nämlich die Zivilgesellschaft. Die Frage dahinter ist also, warum gibt es diese Sanktionen? USA verhängt momentan über 120 Länder und 120 Organisationen mit Sanktionen. Und es ist die Frage berechtigt, warum sind die Länder, die sanktionieren, immer auf einer Seite zu finden und die Länder, die von Sanktionen betroffen sind, sind auf der anderen Seite zu finden. Es handelt sich fast ausschließlich um die Länder, die auch diesem Antrag nicht zugestimmt haben, sondern ihn ablehnen. Das sind NATO-Länder, EU-Länder und ein paar von den sogenannten Vasallenstaaten. Und auf der anderen Seite sind die betroffenen Länder, nämlich die überwiegende Mehrheit, 33 von 47 Ländern, die gesagt haben, diese Sanktionspolitik in dieser Welt ist eine Sackgasse und muss als politische Ambition beendet werden. Nun, ist interessant, wie unsere Bundesregierung darauf reagiert. Ich habe das selbst im Ausschuss zur Sprache gebracht und bekam folgende Antwort. Unsere Eingebung sei doch zynisch. Wir wüssten doch, dass gerade dieser UN-Menschenrechtsrat von den falschen Ländern gekapert sei. Und selbstverständlich ist es so, wenn man sieht, wie diese Besetzung in dem UN-Menschenrechtsrat stattfindet, dass man dann für sich konstatieren muss, mit einer wertegeleiteten Außenpolitik darf man sich auf keinen Fall daran halten. Das ist Originalton unserer Außenministerin. In diesen Originalton hinein schallen andere Parteien unisono. Die CDU findet das selbst, die FDP und die Grünen, die Linken und die SPD sowieso. Das heißt, wir stehen hier wieder allein, dass wir sagen, Moment, wenn unsere Außenpolitikerin sagt, dass es eine regelbasierte Weltordnung gibt und dass es internationale Gremien gibt, welche moralische Kategorie berechtigt sie danach zu sagen, diese Entscheidung ist falsch, da halten wir uns nicht dran. Wenn die Entscheidung uns passt, ist sie selbstverständlich verbindlich. Das sind Dinge, die sprechen wir an. Das sind Dinge, die bringen wir auch ins Plenum. Liebe Freunde, wir haben hier die Gelegenheit zu zeigen, wie verlogen, wie bigott, wie durchtrieben und wie transformatorisch diese Politik unterwegs ist. Den Grünen geht es keinesfalls darum, die Stimmen von ärmeren Ländern zu stärken. Es geht ihnen auch keinesfalls darum, die Zivilgesellschaft zu ertüchtigen. Es geht ihnen darum, eine ganz perfide, egoistische Politik zu manifestieren. Nutzen wir die Gelegenheit, tragen wir das in die Öffentlichkeit. Es trägt dazu bei, unseren Aufschwung zu verstetigen. Denn wir können nachweisen, das ist eine Lüge, wie so viele. Reißen wir diesen Leuten einfach die Maske vom Gesicht. Was sie darunter sehen, ist Unbildung, Perfidie, Ungerechtigkeit und Chuzpe, ihren Mitbürgern ins Gesicht zu lügen. Wenn Sie Herrn Habeck gesehen haben, der die Lippen zusammengekniffen hat beim Absingen der Nationalhymne, dann wissen Sie, diese Regierung ist nicht für Sie da. Diese Regierung ist nicht für Ihre eigenen Bürger da. Wenn Sie das nächste Mal an die Wahlurne treten,
Die Gelegenheit kommt bald. Haben Sie es im Hinterkopf. Vielen Dank.